Der FC Bayern München will Bruno Fernandes in diesem Sommer verpflichten. Das wurde in den letzten Tagen von der britischen Zeitung Independent berichtet. Aber jetzt ist klar, es gibt noch weitere Clubs, die an Bruno Fernandes dran sind. Und das könnte schwierig werden für den FC Bayern München. Zudem gibt es ein XXL-Angebot für Real Madrids Rodrigo. Und das vom FC Liverpool. Wir gucken uns das mal genau an. Und es deutet sich ein echter Transferwahnsinn rund um Paris Saint-Germain an. Sie sind gleich an drei Topspielern dran. Und wir reden hier über ein Transfervolumen von 300 Millionen Euro. Das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr rund um die Bundesliga und natürlich auch Fußball-News aus aller Welt zu verpassen. Und check gerne mein Instagram ab von meinem Hauptkanal bully_inside für, ihr wisst es, noch mehr News. Aber damit gehen wir doch direkt rein in das erste Thema. Und das erste Thema ist Bruno Fernandes. Kommt es zu einem Transfer von Bruno Fernandes im Sommer? Zumindest mal waren jetzt die Berichte der Independence da. Er ist ein Kandidat an der Säbener Straße. Die Bayern halten nach ihm Ausschau. Sie wollen mehr Kreativität in der Mitte haben. Und jetzt war lange, lange die Frage, okay, wie sieht es da jetzt aus? Könnten die Bayern hier einen echten Top-Transfer landen? Grundsätzlich sind die Bayern als einer der größeren, großen Topclubs interessiert. Es gibt einen weiteren Interessenten von einem europäischen Topclub, das ist Inter Mailand. Auch sie sind an Mittelfeldstar von United interessiert. Aber es gibt auch zahlungskräftige, Konkurrenz aus Saudi-Arabien. Wie der Journalist Ben Jacobs bei Core Offside berichtet, ist der Portugiese Bruno Fernandes bei einigen Clubs aus Saudi-Arabien auf dem Zettel. Man möchte hier natürlich, wie man das in den letzten Jahren schon immer gemacht hat, eine große Transferoffensive auf europäische Topstars starten. Benzema, Kanté, Mané, CR7 und wie sie alle heißen, sind ja schon in der Saudi Pro League aktiv und jetzt möchte man wohl auch in diesem Sommer da fortfahren und da zählt Bruno Fernandes als natürlich eins der beliebten Transferziele. Grundsätzlich ist ein Transfer des Portugiesen von Manchester United wohl ziemlich realistisch. Es gibt Berichte vom Independent, dass United in dieser Saison wohl tatsächlich, ihr seht es ja selber auch, dass sie keine Qualifikation für Europa schaffen werden. Bis auf den FA Cup, in dem man im Finale steht, kann man eigentlich in der Liga und auch sonst in der Champions League, da konnte man absolut gar nichts reißen. Man hat eigentlich auch keine Titelchancen. Im FA Cup ist man zwar im Finale gegen Manchester City, bin ich mal gespannt, ob man das da schaffen kann. Deswegen soll Bruno Fernandes seine sportliche Perspektive, seine Zukunft so ein bisschen überdenken. Er ist zwar Kapitän und fester Bestandteil des Kaders, aber er möchte Titel gewinnen, er möchte europäisch auf einem Top-Niveau spielen und das wird er nicht tun in der nächsten Saison bei Manchester United. Kommt er deswegen zum FC Bayern München oder sagt er Europa AD und geht nach Saudi-Arabien? Ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Und damit kommen wir zu einem weiteren Thema. Rodrigo, der Stürmerstar von Real Madrid, spielt eine sehr gute Saison. In der Liga 32 Spiele gemacht, das ist schon mal sehr, sehr gut. 10 Tore, 5 Vorlagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Noch besser sieht es in der Champions League auf. 12 von 12 Spiele gemacht, 5 Tore, 3 Vorlagen. 8 Tore in 12 Spielen, damit maßgeblich natürlich daran beteiligt, dass man im Champions League Finale steht. Feste Größe bei Real Madrid. Trotzdem wissen wir, es kommt jetzt ein gewisser Kylian Mbappé. Und das bedeutet zum einen schweres Gehaltsbudget, was man freischaufeln muss und zum anderen natürlich auch Platz im Kader. Kylian Mbappé wird nach vorne in den Sturm gehen, dann ist fraglich, ob da noch genug Platz und genug Geld für Rodrigo da ist. Deswegen ist Rodrigo, obwohl er noch Vertrag bis 2028 hat, ein, leichter Wackelkandidat bei Real Madrid. Das weiß wohl jetzt auch zum Beispiel der englische Topclub FC Liverpool und sie haben ein Angebot abgegeben. Für Rodrigo, der einen Marktwert von 100 Millionen Euro hat, haben sie mal glatte 120 Millionen Euro geboten. Aber Real Madrid hat dieses Angebot prompt abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, sie möchten den Spieler nicht verkaufen. Er steht nicht zum Verkauf. Ob das natürlich nur eine Masche ist, um möglicherweise den Preis noch mehr nach oben zu treiben, 120 Millionen Euro, ist definitiv schon mal ein ganz schönes Brett. Das wurde zwar abgelehnt, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn da jetzt noch mal ein paar Millionen oben drauf kommen, muss Real Madrid irgendwann vermutlich auch mal nachdenken, ob sie vielleicht den Spieler abgeben. Trotzdem halte ich persönlich einen Wechsel von Rodrigo als eher unwahrscheinlich. Ich glaube, man wird in der Zukunft vorne bei Real Madrid einfach Rodrigo, Vini Junior und dann noch Kylian Mbappé sehen. Dahinter haben wir einen Jude Bellingham, dahinter haben wir Valverde groß und wie sie alle heißen, ich will sie gar nicht alle durchgehen, die Mannschaft ist mittlerweile einfach nur noch absolut krank. Das kann man so, denke ich, genau sagen. Dann kommen wir doch zu einem weiteren Thema. Kylian Mbappé haben wir gerade schon mal angesprochen. Er soll ja ersetzt werden und jetzt ist ganz klar, es gibt wohl einige Transfers in dem nächsten Sommer. Das hat auch Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, bestätigt. Er sagt,
sagte, ich kann bestätigen, dass wir für die kommende Saison Spieler für jede Position verpflichten werden. Und diese Ansage ist auch eine Botschaft an alle Spieler, die aktuell im Kader sind, auch an die allerbesten. Nächste Saison will ich jede Position doppelt besetzt haben. Es wird schwierig werden, für Paris Saint-Germain zu spielen. Man will sich also hier eine echte Hammer-Offensive bauen und da gibt es gleich drei Namen, die man verpflichten möchte. Zum einen Victor Osimhen. Der Stürmer vom SSC Neapel ist ein Transferkandidat bei Paris Saint-Germain. Die Gerüchte halten sich hier schon länger. Da soll es ja auch eine Ausstiegsklausel geben. Eine Ausstiegsklausel gilt wohl ab Juli 2024 in einer Höhe von 130 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge und wir wissen es, Paris Saint-Germain ist wohl bereit, auch eine solche Summe auszugeben. Für ihn läuft es in der aktuellen Saison, ja, ich würde sagen, in Ordnung. 24 Spiele gemacht, 15 Tore, 3 Tore. In der Saison davor war das natürlich noch deutlich besser in der Serie A. Trotzdem würde ich sagen, ist das eine Statistik, die definitiv in Ordnung ist. Und ich würde mal sagen, da können wir auf jeden Fall nochmal kurz bei Neapel bleiben, denn da gibt es gleich noch einen Kandidaten, der bei Paris auf der Liste steht. Das ist nämlich Kvicha Kvaratskhelia oder auch Kvaradonna genannt. 23 Jahre alt, absolutes Talent, kommt auch über die Außen, ist ein Flügelspieler links außen. Von daher wäre das ein 1:1 Ersatz für Kylian Mbappé, ist auch einer der wahrscheinlichsten Transferkandidaten bei Paris. Marktwert 80 Millionen Euro, 10 Tore, 8 Vorlagen und man muss ganz klar sagen, er ist einer dieser ganz heißen Namen bei Paris. Er könnte auch ein wichtiger Spieler werden, gerade auch wenn man sich die Position so anguckt. Eigentlich ist man, wenn man an Victor Osimhen denkt, im Sturmzentrum ja mit Gonzalo Ramos und Kolo Muani sehr, sehr gut ausgestattet. Kolo Muani steht aber auch auf so einer Art Abschießliste. Vielleicht kann er auch schon wieder verkauft werden. Dann würde Victor Osimhen deutlich mehr Sinn machen. Kvaratskhelia würde aber sowieso Sinn machen. Also Kvaratskhelia, der Georgier, der ist für mich Transferkandidat Nummer 1. Da gibt auch schon länger Gerüchte. Ist natürlich auch ein Spieler, der sehr, sehr gute Statistiken hat. Bei Neapel läuft es in diesem Jahr nicht so rund. Deswegen auf Tabellenplatz 9 sind die beiden wirklich noch die Lichtblicke im Team. Sonst, wenn man sich die Statistiken von letztem Jahr anguckt, da hat Kvaradonna dann doch nochmal deutlich besser performt. Jetzt in der Saison 22-23 in der Serie A. Da war es bei ihm so, dass man im Vergleich zu jetzt hat man jetzt 18 Scorerpunkte. Damals waren es eben 25, also schon nochmal deutlich besser. Und ich denke, dass er zum Beispiel, wenn er zu Paris wechselt, dann ähnliche Werte vorzeigen könnte. So sieht es eigentlich auch bei Rafael Leao aus. Der Spieler vom AC Milan ist auch ein Transferkandidat bei Paris Saint-Germain. Marktwert 90 Millionen Euro. Hier müsste man auch richtig, richtig viel Kohle auf den Tisch legen. 100 plus auf alle Fälle. Aktuell in dieser Saison 32 Spiele, 8 Tore, 10 Vorlagen und das ging in der letzten Saison beispielsweise auch noch deutlich besser. Da kam er in 35 Spielen auf 15 Tore, 10 Vorlagen, also 25 Scorerpunkte und das sind schon gute Scorer. Also wenn man wirklich diese drei Spieler zusammenholt, um irgendwie einen Mbappé vergessen zu machen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktionieren würde. Die Frage ist nur, ob man wirklich drei neue Spieler holt, um einen Spieler zu ersetzen. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass man alle drei holt, aber dann muss noch irgendjemand gehen. Und das sind auf jeden Fall die drei Transferkandidaten bei Paris Saint-Germain. Man kann über 300 Millionen Euro dafür ausgeben. Ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Dann kommen wir zum letzten Thema des Videos. Das ist Sandro Wagner. Der hat seinen Vertrag bei der DFB 11 ja erst vor kurzem in dieser Woche bis 2026, bis nach der WM verlängert. Und trotzdem ist seine Zukunft wohl noch nicht in Stein gemeißelt. Das wurde jetzt nämlich seitens Sky berichtet. Demnach ist es so, dass es jetzt bereits erste Bundesliga-Anfragen für ihn gibt. Clubs aus der Bundesliga sollen richtig heiß auf den 36-jährigen Trainer sein. Er wird tatsächlich bis zum Jahresende wohl auch seinen Fußballlehrerschein in der Tasche haben. Damit könnte er jeglichen Cheftrainerposten in den ersten drei Profiligen begleiten und damit stehen ihm wohl alle Türen und Tore offen. Bislang hat er auf Clubebene nur unter Haching trainiert, damals in 22-23 sie in die dritte Liga geführt. Auch ein guter Erfolg gewesen, aber seither konnte er im Clubfußball nicht Fuß fassen, beziehungsweise wollte er das auch gar nicht, weil er dann ja beim DFB war. Wie gesagt, eigentlich hat er seinen Vertrag erst verlängert, trotzdem könnte es irgendwann auch mal in die Bundesliga gehen. Welche Clubs hier ihn angefragt haben, es sollen nämlich gleich mehrere Anfragen gewesen sein, darauf geht Sky nicht ein, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es Tabellenmittelfeld bis Tabellen unteres Drittelclubs sind, aber alles interessante Optionen für Sandro Wagner. Das soll es dazu gewesen sein, das soll es grundsätzlich von mir gewesen sein. Was sagt ihr zu den Themen heute? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.